So, lieber Thomas, jetzt bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich dich an der Landesgrenze da auf der schönen Gerlosplatten herum triff, wo sie es bald einmal drüber radelt. Und ich sehe dich völlig im neuen Dress mit neuen Radl, mit dem du jetzt da beim Giro dann auffahren wirst. Was ist denn da eigentlich jetzt das Besondere an deinem neuen Radl? Ja, also ich muss einmal sagen, dass wir von unserem Team Milram natürlich ein Top-Material haben mit Focus. Das ist mehr oder weniger der größte deutsche Radlhersteller. Das ist jetzt mein Trainingsrad, ist jetzt nicht das leichteste vom Leichten haben, aber im Training soll es ja ein bisschen schwerer sein, damit man dann nochmal fürs Rennen ein bisschen einen extra Kick hat sozusagen. Da wo wir jetzt stehen, ist es ja eine typische Trainingsstrecke von dir, glaube ich. Ja? Genau, die Gerlos-Runde, wie ich sie nenne, die fahre ich eigentlich relativ gern. Fahre da über den Gerlos-Pass rauf, dann rüber nach Mittersill, über den Baston und Kitzbühel. Dann geht es wieder ab in die Heimat, sind so ungefähr 180 Kilometer und das ist so eine meiner Hausstrecken eigentlich sozusagen. Ja. Und ich verwende im Training das SRM-Gerät. Das ist eine Watt-Leistungsmessung, wo man im Endeffekt nach Watt trainiert und nicht nach Puls trainiert. Und wie viel Watt hast also du? Heute bin ich jetzt zum Beispiel knappe 4 Stunden gefahren mit 200 Watt im Schnitt. Und das kann man halt nachher am Computer auswerten, sieht man ganz genau am Berg, welche Watt ist man da ganz genau gefahren und es dient halt eben zur Trainingssteuerung, ist das eben das Genaueste. Okay, was ist sonst noch besonders, weil mit dem Gewicht seid ihr ja gar nicht die maximal leichtesten, man glaubt immer, ihr habt das leichteste Material, aber ihr habt ein Limit, aber was ist da sonst noch besonders? Also es gibt von der UCI, vom Weltradsportverband, ein Gewichtslimit von 6,8 Kilo und das erreichen wir mit unserem Radl ziemlich genau, weil wir haben eben ziemlich leicht die Laufräder noch drinnen von der Firma Lightweight, die uns da super unterstützen und ist eben alles Vollcarbon, alles High-End und wie gesagt ein Top-Produkt, das einfach Spaß macht, dass man mit dem die Rennen bestreiten kann. Und was wärst du für ein Kranzl drauf haben über die Gerlos? Also Gerlos ist jetzt nicht so der große Schaufrichter, sage ich mal, ich sage 11,23 hinten, weil ich fahren. Und du bist ja einer von unseren absoluten Bergmeister. Was fährt man dann bei den richtigen, ganz scharfen Berg? Ja, so aufs Kitzbüheler Horn fährt man hinten schon ein 27er Ritzel, weil man einfach doch durch die Steile des Berges einfach schauen muss, dass man noch die Flüssigkeit behält, damit man nicht zu einem harten Gang tritt. Also. Ja, danke Thomas, dann wünschen wir dir alles Gute durchs Tiroler Heimatland, dass du richtig gut drauf bist. Dankeschön, danke.